erstmal. Ich richte mich natürlich wie immer nicht an die Leute, die mitgehen, weil die sind ja meistens recht gut informiert. Ich richte mich eher an die Leute, die Polizei, die hier natürlich nichts dafür kann, weil in Essen vorgefallen ist, aber vor allen Dingen an die netten Leute, die hier in den Cafés sitzen und wahrscheinlich nur das mitbekommen haben, was im Fernsehen gezeigt wird. Und ich muss sagen, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut, was da in Essen vorgefallen ist, und ich muss sagen, da kriege ich es Kotzen. Wenn ich mir dann anschaue, was die Leute, die sich Demonstranten nennen oder Aktivisten, Gewalt, erst im Vorfall zur Gewalt aufrufen. Die Polizei kommt, ist zahlreich vorhanden, die sind zum Teil auch behelmt, aber die machen nichts Wirkliches. Die lassen sich von der sogenannten Antifa, von Aktivisten bedrohen, bestucken, geschlagen. Zwei Polizisten liegen schwer verletzt im Krankenhaus, weil man den liegend, am Boden liegend noch mit den Stiefeln vom Kopf getreten hat. 26 andere nach aktuellem Stand sind verletzt worden dabei. Und unsere Politiker, die das Ganze ganz offen unterstützen, wie ein Herr Wüst, wie eine Frau Baerbock, wie ein Herr Lauterbach, die sitzen irgendwo schön gemütlich im Fußballstadion und gucken sich das Ganze irgendwann später mal an und lassen sich berieseln und jubeln noch am Ende, wie toll doch der Protest gegen eine demokratische Partei funktioniert hat. Und es ist egal, ob das jetzt die AfD ist, ob das demnächst die Basis ist, irgendeine Partei, die wirklich mal Opposition ist, weil der Rest ist ja nur ein Kartell, kann man ja schön sehen im Stadion, sitzen ja alle Händchen in Händchen und jubeln ausnahmsweise mal den Deutschen zu. Aber nur beim Fußball, ansonsten darf man ja keine Fahne raushängen. So, jeder, der ein bisschen Nationalstolz hat, ob das ein Franzose ist, ob das ein Italiener ist, ob das ein Ire ist, ein Österreicher, nee, die Österreicher auch nicht, die dürfen auch nicht so gerne. Ja, aber ob das sonst jemand ist, auch aus der Pole oder sonst wer, ein Türke, der hängt seine Fahne mit Stolz raus und nicht nur zum Fußball, sondern immer, weil er hinter seinem Land steht. Und bei uns haben wir die Menschen dahin erzogen, dass sie keinen Stolz mehr haben, kein bisschen. Sie ducken sich zurück und lassen alles mit sich machen, was die Regierung vorschreibt. Es ist ein Trauerspiel, was aus unserem Land geworden ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir keine anderen Menschen aus anderen Ländern bei uns im Land haben wollen. Das ist ja vollkommener Humbug. Die haben wir seit 50 Jahren hier. Und wir arbeiten mit den Leuten, wir leben mit den Leuten. Aber anständige Leute, die hier arbeiten, die ihr Geld verdienen, die sich in die Gesellschaft einfügen. So, und das, was da gerade zur Zeit abgeht, ja, das ist ja eine Farce, was da passiert. So, und diese Antifa, wenn ich mir das überlege, die sitzen da oder stehen da rum, vermummt, maskiert, damit sie ihre Straftaten halt schön vertuschen können. Das sind alles Gründe, um diese Versammlung sofort aufzulösen. Bei den friedlichen Corona-Demonstrationen hat man sofort auf die Leute eingeprügelt, weil sie mal eine Maske nicht getragen haben, weil es ja so gefährlich war bei Corona. Da gab es Wasserwerfer, da gab es Pfefferspray tonnenweise. Und hier wurde im Wasser beigemischt bei den Wasserwerfern. Was da halt passiert ist, war, ging auch auf keine Kur. Jetzt wird nichts gemacht bei Leuten, die ganz klar Gewalttaten androhen und durchführen. Das müsst ihr mal mitbekommen. Ihr müsst euch mal ein bisschen informieren und nicht dann kaum, was der tolle Reporter vom WDR erzählt, da kommen wir ja gleich vorbei. Es gab ein paar kleine Reibereien. Reibereien, wenn anschließend 28 Polizisten verletzt sind und zwei im Krankenhaus liegen. Nette Reibereien. Da kann man sehr sehen, was unser öffentlicher, rechtlicher Rundfunk so berichtet, für den wir alle schön bezahlen dürfen. Ganz hervorragend. Da kann man sich, oder muss man sich schon sehr zurückhalten, um sich nicht wirklich aufzuregen. So, das war's von meiner Seite. Ich habe mich jetzt abreagiert. Wir können weitermachen. Ja, danke schön.
funktioniert, prima. Aber der WDR müsste ja durch die Trommler jetzt auch wachgerüttelt worden sein. Der Michael hat vorhin das Richtige über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt. Ja, da muss sich was ändern. Das ist also völlig klar. Und ich habe heute ein Thema, das geht um die Zwangsgebühren. Und da möchte ich euch den Brief vorlesen an den WDR. Sehr geehrte Frau Trelle, sehr geehrte Redakteure und Mitarbeiter des WDR in Siegen, liebe Demo-Teilnehmer und Siegener Bürger am Bahnhof. In einem Artikel von Tichys Einblick vom 6. Juni 2024 ist Folgendes zu lesen über einen richtungsweisenden Fall zu den Zwangsgebühren an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit der Überschrift: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über inhaltliche Einseitigkeit von ARD und ZDF. Und dieser Beschluss vom Bundesverwaltungsgericht ist vom 23.05. Die ideologische Schlagseite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt nun auch die obersten deutschen Verwaltungsrichter in Leipzig. Eine Frau will ihre Zwangsgebühren nicht bezahlen. Gegen ein für sie ungünstiges bayerisches Urteil hat das Bundesverfassungsgericht jetzt die Revision zugelassen. Es ist ein interessanter Fall, nicht nur für Juristen. Eine Frau klagt gegen die öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren. Sie führt zwei Hauptgründe an. Erstens, der Rundfunkbeitrag sei finanzverfassungsrechtlich in Wahrheit eine Steuer, weil die Beitragspflichtigen keine Möglichkeit haben, eine Gegenleistung im abgabenrechtlichen Sinne zu erhalten. Für eine solche bundesweite Steuer fehle den Bundesländern aber die Gesetzgebungskompetenz. Der Rundfunkbeitrag sei deshalb schon aus formalen Gründen verfassungswidrig. Zweitens, inhaltlich gäbe es ein generelles, strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufgrund mangelnder Meinungsvielfalt. Mindestens solange dieser Missstand nicht gerichtlich geklärt ist, müsse die Beitragspflicht entfallen. Es sei Aufgabe der Verwaltungsgerichte, im Rahmen ihrer Amtsermittlungspflicht hierzu Feststellungen zu treffen und nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine Aufsichts- und Kontrollgremien, analog den Grundgesetzen eines Befangenheitsverfahrens. Die Möglichkeit der Beitragszahler, sich mit Beschwerden an die zuständigen Organe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu wenden, sei irrelevant. Die Rechtsweggarantie des Grundgesetzes verlange ausdrücklich nach einer gerichtlichen Überprüfbarkeit. Vor dem Münchner Verwaltungsgericht in erster Instanz sowie vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz hatte die Frau jeweils verloren. Der Bayerische Verwaltungsgericht ließ auch keine Revision mehr zu. Diese Blockade des weiteren Rechtswegs hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt kassiert. Die Sache habe grundsätzliche Bedeutung. Das nun absehbare Verfahren vor den Leipziger Richtern verspricht einige Spannung. Denn nun wird geprüft, ob die Selbstverwaltungsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zum Beispiel Rundfunkräte und Ombudsleute, bei inhaltlichen Beschwerden wirklich ausreichen oder ob den Beitragszahlern in diesen Fällen nicht immer der Gang vor die Gerichte offenstehen muss. Das wäre in der Tat
mal was völlig Neues. Wir können gespannt sein, wie sich diese Sache in Zukunft weiterentwickelt. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Dialogangebot Bürger in Siegen, Axel Sprenger. Ich danke euch fürs Zuhören. Ja, dann wollen wir dann gleich weitergehen. Wie immer natürlich.